So, und an diesem Gerät kann ich ja verschiedene Funktionen ausüben. Ich starte mit meiner Körpermessung, weil ich ja natürlich wissen möchte, wie ich dann zusammengebaut bin. Da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten. Wir haben einmal Cardio-Fitness-Test, dann haben wir Muscle-Strength-Test, Physical-Fitness-Test und Body-Compend-Test. Ich starte mit Body-Test. Dazu muss ich hier die Hebel rausziehen. Einmal. Zweimal. Und die Waage. Dann stelle ich mich barfüßig auf die Waage und ganz wichtig nochmal mit den Händen hier festhalten. Genau. Und dann werden auch verschiedene Funktionen gemessen im Körper. Zum einen das Körperfett. Ja, dann haben wir Körpergewicht. Dann haben wir Muskel, Proteinanteil und andere Komponenten, die im Körper zusammengebaut sind. So, und jetzt möchte ich natürlich meinen Körper auch hier trainieren. Dafür gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal ein Quick Training, dass ich ganz schnell starten kann. Dann gibt es auch verschiedene Kurse. Dann kann ich auch einzelne Übungen aussuchen und natürlich Equipment, was hier vorhanden ist, für mich, für das Training bereitstellen. Ich fange mit einem ganz schnellen Training an. So, ich fange hier an und ziehe langsam schön zusammen und wieder langsam aufmachen. Ganz wichtig, die Brustmuskulatur anspannen und wieder lockern. Beim Zusammenziehen ausatmen, beim Zurückführen einatmen. Wieder ausatmen und einatmen. Und somit habe ich bei der Übung meine Brustmuskulatur sehr schön trainiert. Und jetzt möchte ich auch meine Arme trainieren. Dafür gehe ich hier nochmal auf das Krafttraining. Starte das Ganze. Genau. Und erhöhe auch das Gewicht als Widerstand. Genau. Dann positioniere mich hier, nehme die Stange hoch, Rücken gerade, Arme angespannt, Körperspannung im ganzen Körper und Arm beugen und zurückführen. Beim Ziehen ausatmen, beim Zurückführen einatmen. So, jetzt habe ich schön gemerkt, wie mein Bizeps brennt und das war ein absolutes geiles Training für mich. Und jetzt möchte ich natürlich auch für meine Ausdauer was machen, deswegen gehe ich hier auf meine Eljo-Cardio-Maschine. Ja, und da gibt es verschiedene Optionen, das heißt, man kann die Maschine komplett umbauen. Ja? Ich fahre natürlich mit dem Fahrrad an, stelle ich auch meine Sitzhöhe ein, ja, und Sitzposition. Dann kann ich meinen Sitz auch von der Breite her verstellen, ja, das passt jetzt für mich. Und die Sitzposition würde ich auch ein bisschen nach unten drücken. Dann starte ich mal. Suche mein Lieblingsprogramm aus. Und dann fängt schon mal an. Ich kann auch meinen Widerstand erhöhen, so dass es ein bisschen stärker wird. Gibt es verschiedene Griffmöglichkeiten. Und somit habe ich für meine Ausdauer oder für mein Aufwärmprogramm auch was Gutes gemacht. Und jetzt möchte ich natürlich auch längere Strecken fahren können. Deswegen baue ich meine Maschine in ein Speedbike um. Dafür drücke ich diesen Knopf. Und jetzt fährt die Maschine automatisch auf mich zu. Und ich muss nur warten. Jawohl, jetzt ist die Maschine bereit und ich kann loslegen. Es gibt verschiedene Optionen, wie ich fahren könnte. Ich kann so fahren, ich kann so fahren. Und somit kann ich über mehrere zehn Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und jetzt zeige ich euch nochmal die dritte Option von dieser Maschine, Recumbent Elliptical oder auf Deutsch genanntes sitzendes Fahrrad. Dazu muss ich mich einfach nur positionieren, Füße aufstellen, festhalten und losfahren. Da habe ich auch eine Rückenunterstützung, dass ich mich eher entspannen kann und meine Wirbelsäule nicht so viel Belastung bekommt. Als nächste und vierte Option haben wir hier eine Rudermaschine. Ich setze mich erstmal drauf, dann mache ich meine Füße fest
erstmal links, dann auf der rechten Seite. So, jetzt bin ich fest drin. Jetzt nehme ich auch einen Griff und dann geht's los. Und bei dieser Übung habe ich meine Ausdauer trainiert, aber gleichzeitig Beine und Rückenmuskulatur. Und die fünfte und die letzte Option von dieser Maschine ist Crosstrainer. Ich muss nur auf den Knopf drücken und dann fährt die Maschine schon auf mich zu. Und jetzt kann ich starten. Stell mich drauf und fange an, eine dynamische laufende Bewegung. Diese Übung ist ganz gut, um die Ausdauer zu trainieren oder mich für das Training vorzubereiten. Ja? Dadurch sind die Beine eingespannt, aber der Oberkörper ist auch mit dabei. Und hier haben wir unseren Smart Bike. Das Schöne ist ja dabei, dass man den ganz einfach zusammenklappen kann und mit nach Hause nehmen. Und wenn ich trainieren möchte, klappe ich wieder auf und dann geht's los. Ich setze mich hin, stelle meine Höhe ein und fange an. Dieses Fahrrad ist ganz gut, um meine Ausdauer zu trainieren. Und hier haben wir unser Laufband, Smart Run. Das Schöne ist ja dabei, dass du hier nicht nur laufen kannst, sondern wenn du zusammenklappst, kannst du das auch als Pilates-Vorrichtung verwenden. So, jetzt starte ich mal. Ganz wichtig ist auch die Sicherheit. Das heißt, wenn was passieren sollte, dass die Maschine automatisch ausgeht. Jetzt starte ich mein Training. Gib gleichzeitig die Steigung ein, dass ich berghoch laufen kann. Und ich höre natürlich auch die Geschwindigkeit. Auf diesem Laufband kann ich mich natürlich für das kommende Training vorbereiten, aber gleichzeitig meine Ausdauer verbessern.